Die, das Enduro-Fahren oder das Enduro- und Motocross, jetzt sage ich mal in einer Light-Version zu fahren, das ist schon, das ist auch von unserem Vater gekommen, die Begeisterung für das Motorradfahren. Er hat dann gesagt, er unterstützt uns da auch, aber auf der Straße wird nicht gefahren, nur im Gelände. Und das ist bis heute so geblieben. Auch wenn wir nicht unbedingt physisch ideale Voraussetzungen haben, machen wir das schon sehr lange und können es, glaube ich, gar nicht so schlecht für Amateure. Und bis heute ja, sehen wir uns da zweimal im Jahr im schönen Piemont durch die Wälder fliegen, sage ich einmal. Und ich finde das immer so faszinierend. Ich denke mir es immer wieder, ich könnte mir außer der Architektur so vieles vorstellen. Warum haben der Bernhard und ich Architektur studiert? Das kann ich, glaube ich, für uns beide beantworten. Also wir sind Söhne eines Holzbodenlegers. Also wir sind auf den Baustellen aufgewachsen, haben auch eigentlich immer eine sehr positive Nahebeziehung zum Handwerk aufgrund dieser Tatsache gehabt und auch eine sehr intensive Nähe zur Baustelle. Und haben natürlich viel in alten Bestandsgebäuden gearbeitet, was nicht zuletzt auch ein bisschen dann bis heute diese Liebe zu den historischen Bauwerken eigentlich mit sich bringt. Eine sehr große Anziehungskraft haben auf uns immer schon diese Wehrbauten, die Burgen und Schlösser, speziell die Burgen. Dann sind es einfach wunderschöne räumliche Situationen mit einer unglaublichen Intensität und Dichte. Und das hat uns als Kinder schon fasziniert, ohne dass wir es verstanden hätten, wieso. Je älter das ich werde, umso mehr verstehe ich, warum uns diese Gebäude faszinieren. Aber wenn wir jetzt dazu kommen, was würde man gerne bauen? Ich meine, es gibt zwei Dinge, die mir ganz spontan einfallen. Das erste ist die Illbrücke, die wir in Feldkirch schon fast gebaut hätten. Ich träume wirklich davon, die Brücke irgendwann, wenn die Situation, der Ort wieder passt, die Brücke zu bauen. Das ist schon mal so ein Lebensziel, das nicht essentiell ist oder nicht entscheidend ist, aber das in uns mitschwingt. Und was uns auch immer wieder fasziniert, sehr fasziniert, sind die Sakralbauten jeglicher Art und jeder Konfession. Man bin ganz klassisch wie in Vorarlberg nicht unüblich katholisch erzogen. Habe das eigentlich immer als sehr bereichernd empfunden und bis heute ist wirklich der katholische Glaube, es muss nicht immer die Kirche sein, aber der Glaube ist wirklich das, was mir sehr viel Kraft gibt. Und es ist tatsächlich so, es mag aus der Kindheit kommen, aber wenn ich eine Kirche betrete, dann bin ich wirklich emotional berührt in einer Art und Weise, dass ich bis heute nicht genau weiß, warum. Traditionen sind für mich eigentlich, wenn man so will, fast so wie die Hauptschlagader des Lebens. Je mehr da man sich in einer eben Tradition oder in etwas, das schon irgendwie schon die Geschichte vorgeschrieben ist, bewegt, umso mehr Kraft hat man dann für andere Dinge oder kann dann aus sich herausgehen und die Welt erforschen. Also darum, Tradition, Heimat, verwurzelt zu sein, das sind alles Begriffe, die für mich in keinster Weise negativ behaftet sind und auch in keinster Weise ein Widerspruch zu innovativer Ausrichtung, in welcher Richtung auch immer, schon gar nicht in der Architektur. Das, was vor vielleicht 500 Jahren entstanden ist, kann mir mehr erzählen über das, was ich vielleicht Neues mit einbringen will in die Architektur, als wenn ich mir die ganzen Hochglanzdinger da auf Instagram und Co. anschaue. Für die Baukultur gibt es ja nichts Schöneres, als wenn man Gebäude hat, die man so lieb gewonnen hat, dass man keine Aufwendungen und Mühen scheut, um sie immer wieder Generation für Generation weiterzutragen.